Die digitale Vernetzung ist schon heute Teil unseres privaten und beruflichen Lebens. Nach der Erfindung der Dampfmaschine, der Elektrizität und der Computertechnik ist der vierte große Innovationsschub für die Wirtschaft das sogenannte Internet der Dinge, die Verknüpfung von realer und virtueller Welt. Man spricht deshalb auch von der Industrie 4.0. Die Deutsche Bahn ist mit 6 großen Initiativen Teil dieser Entwicklung. Die Digitalisierung macht das Reisen schon heute einfacher und bequemer. Mit Apps buchen Kunden ihre Tickets online. Diese zeigen ihnen auch den besten Weg zum Bahnhof. Im ICE surfen Reisende über WLAN. Funkmodule, sogenannte iBeacons, könnten zukünftig mit den Smartphones der Gäste kommunizieren und ihnen den Weg zum Sitzplatz oder ins Bordrestaurant zeigen. Neue Infotainment-Kanäle an Bord bieten Reiseinfos und News. Die Vision? Die vernetzte Reise von Haustür zu Haustür. DB Schenker setzt zur Ortung von Containern und Sattelzügen bereits heute auf Satellitenpeilung per GPS. Die Kunden können ihre Sendungen per App verfolgen. Der Container der Zukunft ist vernetzt und wird automatisch freien Plätzen zugeordnet. Und bald werden selbstfahrende Transporter die Waren im Lager zu den Mitarbeitern bringen. Sensoren erfassen, wo welcher Zug unterwegs ist, kontrollieren den Verschleiß an Loks und melden, wenn Teile getauscht werden müssen. Intelligente Messgeräte prognostizieren mögliche Ausfälle, etwa von Weichen. Sogenannte Big-Data-Technologien verarbeiten große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen und ermöglichen optimale Pünktlichkeitsprognosen sowie die bestmögliche Auslastung der Netzkapazität. Die wichtigsten Informationen aller Systeme erscheinen auf den Rechnern der Instandhaltungswerke, der Züge und auf den Tablets der Zugbegleiter. Das kommt Mitarbeitern und Kunden zugute. All das wird möglich durch IT-Systeme, die aus immer größeren Informationsmengen intelligente Schlüsse ziehen und sie mithilfe von Cloud-Technologien bereitstellen. So sind alle Mitarbeiter gut aufgestellt für die Anforderungen der digitalen Arbeitswelten und können noch einfacher kommunizieren und zusammenarbeiten. Zum Beispiel im neuen Social Intranet. Letztlich ist die Digitalisierung aber nur Mittel zum Zweck. Denn mit ihrer Hilfe sollen Menschen und Güter noch besser und sicherer an ihr Ziel kommen. Heute schon unterwegs in die digitale Zukunft, die Deutsche Bahn.